Willkommen zu einem Interview von Gesichter der Medienpädagogik. Heute heißen wir Margitta Freud. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Du arbeitest ja einerseits als Hörfunkjournalistin beim ARD, aber andererseits bist du auch als Medienpädagogin tätig. Das führt uns schon zu unserer ersten Frage an dich. Was war denn deine beste bzw. schönste oder eindrücklichste Erfahrung in der Praxis? Im Journalismus hat man ständig irgendwelche intensiven Erfahrungen, weil man Menschen interviewt, die viel zu sagen haben, die mehr wissen als man selbst, die Erfahrungen gemacht haben, die man selber nicht gemacht hat. Deswegen geht man ja dahin und fragt sie. Und das ist immer sehr abenteuerlich und oder meistens oder oft sehr abenteuerlich und eindrücklich. Und man lernt wahnsinnig viel und ist sehr dankbar dafür, dass man jeden Tag was Neues lernen darf. Aber in der Medienpädagogik ist es eigentlich auch so, weil man hat Gruppen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und was mich immer beeindruckt ist, dass ich oft gerade bei Workshops mit Kindern feststelle, dass die Kinder, die in der Schule nicht gut funktionieren, in Workshops oft sehr gut funktionieren. Richtige kleine Cracks sind Mädchen oder Jungs, egal. Regisseurinnen, super Kameraleute, super Storytellerinnen. Du hast alles dabei und manchmal merkt man es an der Reaktion der Eltern. Das kann bis zu Tränen gehen, dass wenn die kommen und sehen, dass man ihre Kinder mag und lieb gewonnen hat und die toll findet, dass die manchmal für die völlig unbekannte Töne sind, die sie noch nie gehört haben, weil die Kinder in der Schule immer stören oder einfach nicht reinpassen ins Schema. Und bei unseren Workshops haben wir die Möglichkeit, den Kindern, sie haben die Möglichkeit, frei sich zu entfalten und ihre Potenziale auszuschöpfen. Und das ist toll an der außerschulischen Arbeit. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, finde ich. Und wie bist du dazu vielleicht gekommen? Kannst du da irgendwie ein bisschen was erzählen so? Also ich bin eigentlich dazu gekommen, rein zufällig. Ich hatte meine journalistische Ausbildung. Dann habe ich erstmal ein Kind bekommen. Und das war gar nicht so schwierig, also beziehungsweise das war schwierig zu vereinbaren mit dem Journalismus, fand ich damals. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in einem Verein einzusteigen mit Radioprojekten für Kinder und Jugendliche. Und dann habe ich ganz viele Radioprojekte gemacht. Die Radiosendungen sind dann bei Radio Dreieckland gelaufen. Das war wirklich sehr schön mit Kindern aus dem Viertel, mit Kindern mit Behinderung, mit Kindern mit Migrationshintergrund, mit Roma und Sinti-Jugendlichen. Also auch ein großes Spektrum an verschiedenen Menschen abgedeckt. Und das ist auch sehr spannend und abenteuerlich. Und deswegen bin ich auch dabei geblieben, weil mich dieser Aspekt doch immer sehr interessiert hat. Also das eine ist das Journalistische, aber das weiterzugeben und mit diesen verschiedenen Gruppen zu arbeiten und diese Möglichkeit zu haben, auch da Einblicke zu bekommen in diese ganz andere Welt, zum Beispiel in die Welt einer Schule für Behinderte, für Kinder mit Behinderung. Das ist eine ganz andere Welt, als wir sie so im Alltag kennen. Und es ist eine sehr spannende und schöne Welt. Und das ist eigentlich der gleiche Impetus wie beim Journalismus. Man lernt einfach viel. Man lernt viel von den Menschen, von den Kindern, von den Jugendlichen, von den Lehrern, Sozialarbeitern, mit denen man zu tun hat. Ist interessant, einfach spannend. Und was ist denn dein Schwerpunkt am Ganzen? Wie verknüpfst du diesen dann mit der Medienpädagogik? Medienpädagogik kann man ja so betreiben, dass die Kinder etwas lernen, zum Beispiel technische Sachen, Fotoapparate gut zu bedienen, gute Fotos zu machen, gute Filme, Filmaufnahmen aus guten Perspektiven. Das ist jetzt nicht so mein Ansatz, obwohl ich das auch wichtig finde, aber ich finde, das ist eher ein bisschen zweitrangig für mich. Für mich ist wichtig, dass die Kinder gute Storys finden, gute Storys erzählen, was lernen, zu Leuten hingehen, die sie interessieren, wo sie wirklich auch fürs Leben was lernen, sag ich mal, von denen sie fürs Leben was lernen oder durch die fürs Leben was lernen. Und dass sie
tolle Geschichten erfinden, die ihnen so aus dem Hirn rausplatzen in so einer Gruppendynamik. Das ist ein unheimlich spannender Prozess, zum Beispiel ein Hörspiel zu machen oder ein Filmdrehbuch zu entwerfen. Das ist wahnsinnig interessant und bis es dann alles stimmt und kohärent ist, ist es mega anstrengend und manchmal ist es wirklich fast zum Verzweifeln. Man denkt, man schafft es nicht und es klappt immer. Ja, schön. Und jetzt leite ich weiter an Edi, der hat auch noch Fragen. Ja, also für mich meine erste Frage ist, was hat sich für Sie bei der medienpädagogischen Arbeit verändert in der Corona-Pandemie? Naja, viel dieses Präsenzarbeiten hat natürlich eine andere Intensität als per Zoom zu arbeiten. Ich habe alle meine Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt, was die Ergebnisse angeht, weil man einfach nicht diese Intensität haben kann. Auf der anderen Seite ist die Medienpädagogik vielleicht tatsächlich sogar noch ein bisschen wichtiger geworden, damit die Kinder in ihrer Freizeit zusammen was machen können. Und das ist eben per Zoom, so wie wir jetzt sind. Es ist möglich, dass die Kinder im härtesten Lockdown trotzdem noch einen Samstagvormittag oder einen Sonntagnachmittag in Gemeinschaft mit anderen Kindern verbringen können. Und zwar nicht nur der besten Freundin oder dem besten Freund, sondern eben auch mit Kindern, mit denen sie vielleicht nicht so vertraut sind, neue Erfahrungen machen können, neue soziale Erfahrungen, was Neues lernen können. Wie ist denn eure Erfahrung? Ihr habt das ja jetzt auch schon gemacht, Max. Wie sieht das bei dir aus? Ganz kurz, würde mich interessieren. Okay, also bis jetzt finde ich es eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gemacht, jetzt auch online Workshops zu machen, ist eine ganz neue Erfahrung. Aber vor allem, weil ich gedacht habe, erstmal ja, vielleicht wird es dann doch in Präsenz stattfinden. Aber jetzt im Moment ist es so, dass ich mich daran gewöhne und dass es geht. Also ich finde es zwar schade, dass es nicht also quasi eine Praxiserfahrung gerade ist, sondern eher digital gerade passiert, aber ich sag mal so, es ist eine gute Lösung und was will man anders jetzt machen? Das ist so das Ding. Ja, und es hat auch Vorteile eben. Wir haben ja festgestellt zum Beispiel, dass es Kinder oder Jugendliche mit Autismus-Spektrum gibt, die gar nicht gerne zu Präsenzveranstaltungen gehen, denen das viel leichter fällt, per Zoom oder per Videokonferenz so einen Workshop zu machen. Ist ja auch interessant, finde ich, ja, dass man dann plötzlich so eine Klientel bedienen kann, an die man sonst vielleicht überhaupt nicht rankommt. Das sind ganz neue Aspekte, die wir vorher so nicht auf dem Schirm hatten, die aber durchaus eine Rolle spielen in unserer Arbeit. Wir wollen ja auch Kinder und Jugendliche erreichen, die benachteiligt sind. Und dazu gehören auf jeden Fall auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder mit Autismus-Spektrum. Und das sind solche Details, aber die sind auch wichtig plötzlich geworden. Und das ist auch eine positive Entwicklung in dieser Hinsicht, sag ich jetzt mal. Die nächste Frage: Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Was möchtest du langfristig in Ihrer medienpädagogischen Praxis verändern? Durch diese Allgegenwart von Möglichkeiten, von Unterhaltung, von Ablenkung, dass einen positiven, gesunden Umgang mit Medien möchte ich gerne irgendwie in unser Curriculum einbauen. Ich meine, wir machen das schon. Wir machen Konsumenten zu Produzenten. Das ist schon mal eine unheimlich wichtige Sache, dass Kinder und Jugendliche weggehen vom reinen Konsum und auch Teilhabe haben und auch selber produzieren und Produzenten werden und sich ausdrücken, sich ausleben und in dieser Welt einfach auch sich einmischen und auf eine positive Art und Weise. Und es ist zum Beispiel toll, finde ich, wenn Kinder den ersten Kontakt in ihrem Leben so mit 9 oder 10 oder 11 mit dem Smartphone gleich produktiv haben und nicht als Konsumenten. Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass wir alle besser durchblicken mit diesen Algorithmen, was machen die mit uns? Wohin geht das? Wie weit werden wir beeinflusst? Wie können wir durch Wissen und durch Bildung in dieser Hinsicht uns
dagegen wappnen, manipuliert zu werden. Aber das wäre zum Beispiel ein Aspekt, den ich gerne noch in der Medienpädagogik verstärkt drin hätte, weil das für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen und auch unserer Zukunft, weil ich das für ziemlich wichtig halte, dass man da nicht so ausgeliefert ist in der Ahnungslosigkeit und auch politisch, das ist auch politisch, das ist wichtig, das ist politisch wichtig, das hat viel mit unserem Leben, unserem Alltag zu tun und wird uns unseren Alltag zum Teil auch prägen in die eine oder andere Richtung. Dumm ist nur, wenn man gar nichts darüber weiß und gar nichts davon versteht und die Richtung nicht mitbestimmen kann politisch. Meine letzte Frage. Was kann Medienpädagogik bewirken? Medien haben ihre eigene Dynamik, aber Medien haben natürlich auch Inhalte. Wir arbeiten ja zurzeit viel mit Medienpädagogik und dem Thema Nachhaltigkeit, Klima, Ökologie. Das vermitteln wir praktisch gleichzeitig noch mit dem technischen Know-how, mit dem Umgang mit Medien, mit dem aktiven Umgang mit Medien. Und das heißt, man kann verschiedene Dinge miteinander kombinieren, Inhalt und mediales Wissen. Sicherheit im Netz ist natürlich auch ein großes Thema. Was war nochmal die Frage, Elli Ruben? Ach so, was Medienpädagogik bewirken kann. Ja. Also ich finde, Medienpädagogik kann unheimlich viel bewirken, und zwar in die eine oder andere Richtung. Eben, man kann mit dem Medium selbst etwas machen, Fotografie, Film, Radio, und man kann mit den Inhalten etwas machen, wenn man inhaltliche Schwerpunkte setzt. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass wenn Kinder einmal einen Film über Mobbing gedreht haben, dass sie dann viel sensibler für das Thema werden, weil sie einfach mal ein paar Tage darüber nachgedacht hat, was sind die Mechanismen, wie funktioniert das, warum gibt es überhaupt, wer macht sowas und warum, wer wird vielleicht Opfer und warum. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so spurlos an den Kindern vorübergeht, sondern dass das prägend ist. Und dass die dann das Thema nicht mehr ignorieren, beziehungsweise sie weder Opfer noch Täter werden. Zum Beispiel. Und insofern denke ich, man kann mit Medienpädagogik wirklich viel machen. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Margitta, für das tolle Interview und für deine spannenden Meinungsäußerungen. Und genau.